Messi oder Ronaldo? Messi. Schoko oder Vanille? Schoko. Hund oder Katze? Hund. Sommer oder Winter? Sommer. Lehre oder Studium? Lehre. Pizza oder Nudeln? Pizza. Geld oder Liebe? Liebe. PS4 oder Xbox? PS4. FIFA oder Pro Evolution Soccer? FIFA. Kinder oder Reisen? Kinder. Lieber Käse oder Bratwurst? Bratwurst. Bier oder Wein? Bier. Traumfrau oder Lottogewinn? Traumfrau. Trainer oder Sportdirektor? Männer. Krafttraining oder Ausdauertraining? Krafttraining. Apfel oder Banane? Apfel. Apple oder Samsung? Apple. PC oder Laptop? PC. Bayern oder Dortmund? Bayern. Auto oder Motorrad? Auto. Ski oder Snowboard? Ski. Freundin oder Auto? Freundin. Strand oder Städtereisen? Strand. Premier League oder Deutsche Bundesliga? Premier League. Schnitzel oder Salat? Schnitzel. Die Toten Hosen oder Helene Fischer? Toten Hosen. Danzig oder Salzburg? Danzig. Mein Lieblingsverein außerhalb von Danzig ist? Liverpool. Wie viele Stunden trainiere ich in der Woche? 4 bis 5. Urlaub ist für mich? Erholung und Entspannung. Das würde ich nie tun? Rapid-Fan werden. Boah! Welche drei Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Überlegungszeug, Freunde und genug zum Essen. Ich liebe? Fußball, Auto. Ich hasse? Rapid Wien. Was würdest du in deinem Leben? Was würdest du in deinem Leben gerne ändern wollen? Dass nicht zu viele Fans so wie die Rapid-Fans werden und eben zu radikal werden. Meine letzten Worte sollten sein: You'll never walk alone. Danke. So, da haben wir jetzt den Simon Moser. Ist zwar nicht der Jüngste im Trainingslager, wahrscheinlich einer der Kleinsten. Deshalb gleich die erste Frage: Wie groß bist du denn eigentlich? 1,70 jetzt. Aber hat man werden. Das heißt, wahrscheinlich ist dein Vorbild Messi, oder? Ja, ganz klar, weil er auch mit seiner Größe ein Durchschlagerkind. Und ja, das probiere ich mal im Laufe meiner Karriere noch, eben den Durchbruch zu schaffen. Wunderbar, wenn du schon deine Karriere angesprochen hast, was hast du für sportliche Ziele in deinem Leben? Ja, also bei Damsfeld werden wir auf alle Fälle bleiben und dann ja, vielleicht einmal in der Kampfmannschaft schon Startformation, aber es hat ja noch Zeit, ich bin ja noch jung, aber schauen wir. Also derweil mit der Rolle bei den Juniors zufrieden, oder? Ja, auf alle Fälle. Du hast ja im Herbst dein erstes Erwachsenenfußballtor geschossen, um so zu titulieren. Magst du uns das da einmal schildern und magst du uns auch sagen, wie du dich dabei gefühlt hast? Ja, also es war ein Konter. Ich bin da mitgelaufen, der Julian hat sich auf der Seite gut durchgesetzt. Und dann hat er mich noch mitten gesehen. Und ich habe dann ungefähr am 11. Punkt in den Ball gekriegt und habe gesehen, dass der Daumen schon links umgeht von ihm aus. Und haben dann von mir aus links versenkt. Ja, und er war ein super Gefühl, leider hat es nicht zum Sieg gereicht, aber. Das erste Tor ist immer was Besonderes. Bist du noch in der Schule oder arbeitest du schon? Nein, ich bin noch in der Schule, dritte Hack momentan. Aber ja, lang ist es nicht mehr. Welche berufliche Ziele hast du in deinem Leben? Ja, also ich möchte schon Autoverkäufer werden. Und ja, also vorher halt einmal woanders hingehen, auswärts einmal, aber dann schon wieder zurück in die Ungarn. Okay, wenn du sagst, du willst auswärts hingehen, wie würdest du das mit dem Verein dann aushandeln? Machst du eine fußballerische Pause oder wie hast du das geplant? Nein, also auswärts im Sinne von Salzburg, sind ein paar Spieler jetzt auch also in Salzburg auch, oder studieren und das so ähnlich regeln nachher, also schon im Verein bleiben wollen. Okay, du sagst, du willst Autohändler werden. Jetzt haben wir ja gerade den Fall mit der Dieselkrise in Deutschland. Was würdest du jetzt die Leute da so beraten? Sollten sie sich jetzt nur ein Dieselauto kaufen, ein Benzinauto oder was? Was sagst du so als Experte, was sollten wir Leute jetzt da? Ja, Experte würden wir jetzt nicht bezeichnen, aber ja, Dieselfahrzeuge, weiß nicht, also von Salzburg aus mal zieht mit den Emissionen ist ja nicht so super, aber man sieht ja, was kommt, vielleicht kommt nur ein neuer Antriebsart, aber ja, man wird sehen, wie es weitergeht. Okay, wir hoffen, dass da eine gute Lösung kommt, weil deine Familie hat mir Dieselauto verkauft, gell? du bist ja als Erster beim Trainingslager dabei, oder? Ja. Und was hast du da für Ziele gesetzt? Ja, also vollen Einsatz halt. Ja, schauen wir mal, wie es geht. Aber jetzt, wir haben mit der Mannschaft auch gut ausgekommen. Und ja,
Gut, was würdest du allen etwas kleiner geratenen, fußballbegeisterten Leute im Lungau empfehlen, wie man sie so einstellen und trainieren kann, dass man es beim SC Darmstadt schafft? Ja, man sollte das nicht als zu großes Problem sein, man sollte also vor allem einmal Messi beachten, was der geschafft hat mit seiner Größe. Und ja, also einfach weitergehen und vollen Einsatz zeigen. Okay, was glaubst du, auf welchem Tabellenplatz wird der SC Darmstadt diese Saison beenden? Also ich glaube schon, dass wir Meister werden heuer. Ja, die Herbstsaison war super eigentlich und ich glaube schon, dass das so weitergeht. Wir sind alle hochmotiviert und sie kann ein Problem, dass wir Erster werden. Okay, das finde ich ein perfektes Schlusswort. Danke. Okay.